Jüngere Menschen in Deutschland sehnen sich mehrheitlich in die Vergangenheit zurück. Das zeigt eine Online-Befragung der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen. Demnach würden 56% der Erwachsenen unter 34 Jahren lieber in der Vergangenheit leben. Nur 44% würden dagegen die Zukunft bevorzugen. 2013 hatten sich noch 30% für die Vergangenheit, aber 70% für die Zukunft ausgesprochen. Das ist wirklich neu und sehr ungewöhnlich, erklärt der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt. Schließlich habe die Jugend das Leben noch vor sich und sei darum eigentlich eher optimistisch. Unter Vergangenheit verstünden die meisten Befragten ihre Kindheit und Jugend. 42% der Befragten aus allen Altersgruppen begründeten ihre Meinung damit, dass der Zusammenhalt früher größer gewesen sei. 35% gaben an, weil es früher besser war. 34% glauben, es habe früher mehr Sicherheit und Beständigkeit gegeben. Weitere Gründe waren, man war glücklicher, 29%, weniger Kriege und Krisen, 23%, und Umweltbedingungen waren besser, 22%. Gerade junge Menschen würden Zusammenhalt und Gemeinschaft vermissen, da man sich in der digitalen Welt offenbar weniger zu Aktivitäten außer Haus treffe.